So, hallo, heute sind wir hier unterwegs mit Feng Lo und Gerb den Hippie. Heute sind wir in Idar-Oberstein und gehen einen Wanderweg namens Karma. Mal gucken, was uns hier erwartet. Das Wetter ist okay, wie es im Herbst sein soll. Alles klar, wenn ihr Bock habt, bis nachher, ciao. Ja, da ist sie, die Nahrung. Ne? Sie wird uns oft begleiten. Schöne Felsen am Rand. Das ist der Eingang der Karma, des Rundwanderweges. Schöne schmale Pfade, immer am Hang entlang. Ja, komm mal. Ja, da kommt der Gerd. Schöner Wanderweg hier. Immer wieder ja, Felsen ja. In der Nähe. Der Oberstein ist das häufig anzutreffen. Ein schöner Blick in das Tal. Ja, schöne Aussicht haben wir hier, ne? Wunderbar. Hier ist ja irgendwie eine Grabungsstätte, da kann man wohl noch dran vorbei, denke ich mal. Hier geht's berghoch. Der Weg führt euch ein Laubtunnel. Wunderbare Sache, wenn man darauf zugeht. Sieht schon immer fantastisch aus. Ja, da kommt der Kerl. Der Weg unterteilt sich in sehr schöne schmale Pfade, in etwas breitere Waldwege und auch ein wenig am Wiesenrand entlang, wie hier zu sehen. Also diese Wege, das wechselt sich eigentlich sehr schön ab. Immer diese Felsen. Also hat uns sehr viel Spaß gemacht. Der Kachelfels. Blick von der Brücke. Hier nochmal der Eingang oder das Ziel, je nachdem.
Ja, hier ging es ganz schön berghoch. Über eine längere Strecke. Wie gesagt, der gesamte Weg hat so 240 Höhenmeter bei 6,5 Kilometer. Nochmal ein Blick ins Tal. So schlängeln sich die Wege hier. Rund um die Kama. Das sind die Hinweisschilder hier, denen sollte man folgen. Ja. So, jetzt sind wir mit der Wanderung zu Ende. War eine schöne Tour. Wie heißt die Tour, Gerd? Rund um die Kama. Rund um die Kama. Sind irgendwas zwischen 6 und 7 Kilometer. Bei Ida Oberstein. Und hat so 240 Höhenmeter. Groß. Ich hätte nur noch warten. Also so, der Weg war wirklich schön, war meistens schmale Wanderwege und lange Zeit an der Nahe entlang. 80% schmal. Ja, 80% schmal, aber lohnt sich der Weg zu gehen, hier im Herbst, wunderschön. Könnte man nachmachen, also eine wunderbare Wanderung. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.